Ja, hallo und willkommen zurück bei Stray. Wir sind im Stadtkern angelangt und werden uns jetzt mal in aller Ruhe hier umsehen. Denn wir sind ja auf der Suche nach Clementine. Erstmal das Mobiliar zerkratzen. Den Menschen nicht zu stören. Den Menschen, den Roboter, den Stadteinwohner. Vladi. Es ist eine interessante Denkweise. Wie viel bleibt von einer Persönlichkeit übrig, wenn alles so ausgetauscht werden kann, ne? Also gerade bei diesen Robotern scheint es ist ja doch, würde ich es schon am ehesten auf die Software beschränken. Recycling wiederverwertet wird. Naja, die Leute leben da im Müll. Naja. Du kannst hier nicht spielen. Ein paar Jahre warten, dann geht's wieder auf. Naja, okay, dann warten wir ein paar Jahre. Wir schauen uns mal lieber nach einem anderen Zugang um. Gut, da geht's also zu dieser Müllverwertungsfabrik. Blazer. Vielleicht kann Blazer mir helfen. Hau ab. Danke, sehr nett. Der Erste, der ein bisschen nicht so freundlich zu uns ist. Wollte er eigentlich? Genau. Mir die Schilder ansehen. Residenz, Ladenstraße, Nekokorb, wissen wir. Residenz diese Richtung. Dort vermuten wir ja Clementine zu finden. Audre? Audre? Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Das tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stelle, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einen Haufen Ersatzteile nehmen. Scheint aber auch irgendwie. Also der hat ja ein schwaches Batteriesignal. Übersetzen. Zwei, vier, fünf, acht. Block. Zwei, vier, fünf, acht.
Ah, rückwärts. Code. E-Doc. Code Doppelpunkt. 542. Ein Katzenabzeichen. Dark. Jetzt gehören wir zur Katzengang. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da jetzt eine Batterie finden. Also nicht helfen. Schade eigentlich. Okay, man kann ziemlich hoch hinaus. Chirurgie? Hm. Albert. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Fifi, hm. Ich hätte jetzt gedacht, wir können uns wieder eine Energy-Dose ziehen und damit irgendwie Handel betreiben. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Das ist ja auch von außen zu. Da ist ein Vorhängeschloss vor. Da kann ja auch keiner aufmachen. Naja gut, wenn da die Hobbychirurgie ist. Dieser Wege führen zu nichts. Das ist etwas lästig. Es macht mich jetzt ja doch neugierig, ne? Also dass da unten halt Surgery ist doch Chirurgie oder nicht?
Naja, da steht auf jeden Fall was dran. Und da drüber können wir halt hören, so, ah, ich frage mich, was machen die da unten? Jetzt bin ich ja doppelt neugierig. Jetzt will ich ja auf jeden Fall wissen, was da unten ist. Aber es scheint da irgendwie keinen Weg reinzugeben. Hm. Da ist eine Erinnerung, da ist eine Erinnerung. Dieser Ort ist schön. Ja, weiß nicht, kann man sich drüber streiten. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen zu spüren oder einen kalten Drink genießen zu können? Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß, es ist nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt soweit. Ja, dann machen wir doch ein kleines Nickerkätzchen hier. Außerdem können wir diese Kamerafahrt ja auch immer wieder ein bisschen nutzen, um etwas Überblick zu erhalten. Wobei ich glaube, in diesen engen Gassen macht das keinen großen Unterschied. Tja, diese Kamerafahrt führt also auch nicht besonders weit. Naja, gut. Aber wir haben eine Erinnerung gefunden und das finde ich gut. Wir haben uns auch ganz schön weit von der Hauptstraße entfernt. Okay, hier ist ein Eimer nach unten. Da noch weiter hoch. Diese Wäscheleinen und diese Antennen, dass die nicht dafür geeignet sind, da hochzuklettern, ne? Weil sonst könnte man hier meinetwegen von diesen Stangen auf dieses Vordach und dann über diese Klimageräte könnte man sich sehr gut da oben seinen Weg aufs Dach bahnen. Aber scheinbar nicht gewollt. Na gut. Nochmal zur Orientierung, sind wir hier richtig? Ja, genau, da ist der Laden. Dann würden wir hier abkommen. Genau, und hier ist die Chirurgie. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir müssen uns ja langsam ein wenig zurechtfinden hier. Ist der gerade gestolpert? Entschuldigung. Wollen wir uns mit dir unterhalten? Aber mit dem hier bestimmt. Ein Türsteher. Der Club ist geschlossen, hau ab. Okay, okay, okay. Ich finde es auch sehr ulkig, dass die Roboter haben sich ja selbst weiterentwickelt. Irgendwie.
und nehmen ja menschliche Züge ein, aber warum haben sie sich selbst sowas wie Kälteempfinden gegeben? Also eigentlich bräuchten sie ja keine Kleidung. Das ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Okay. Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Ich hätte gerne einen Kredit, ich würde gegen den Schwertmeister kämpfen. Ist das die Definition von etwas anfassen? Egal. Gegenstand einfügen. Aha. Wir brauchen eine Kassette. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir eine herbekommen. Ich habe doch vorhin... Da hinten war das, glaube ich. Nee. Aha, Orientierung verloren. Aus der Richtung sind wir gekommen. Der wollte nicht mit uns reden. Irgendwo habe ich doch jemanden mit einem Ghetto-Blaster gesehen. Ah. Yo. Ist es nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Naja. Yo und Mo. DJ Matt Key? Heute Abend im Club. Da kommen wir aber ja nicht rein. Hey, Dumpbacke, wir können dich auch sehen. Jinma, das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kamera installiert haben. Okay. Kassettenband. Okay. Sicherheitskameras vom Hals schaffen. Na klar. Zack. Erste Kamera. Ach, da oben ist auch eine. Okay, da komme ich so nicht rüber.
Erledigt. So. Pino. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Hölle gehen. Los geht's. Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ach verdammt, die spielen Pen und Paper. Wie drollig ist das denn? Das ist ja sehr nett. So. So, Simon. Better Groove. Ja, großartig. So, mit dieser neu errungenen Kassette. Oh, hier sind noch so viele Leute, mit denen wir uns unterhalten müssen. Da hinten kommt man scheinbar nicht lang. Diese Wächterdrohnen sind da im Weg und da ist auch so eine magische Barriere. Magisch vor allem. Aber wir haben jetzt diese Kassette. Und mit dieser Kassette können wir den Ladenbesitzer aufschrecken. Ich weiß noch nicht genau, warum wir das tun sollten. Also was habe ich davon? Was soll das ganze Fell an deinem Körper? Naja, das habe ich mir so nicht ausgedacht. Ja gut, ich könnte Musik machen. Der Ladenbesitzer wird wütend. Kommt nach hier hinten. Ich bin dadurch im Prinzip direkt in der Sackgasse, was schlecht ist. Egal, wir machen es trotzdem. Schalten wir das Ding nur ab. Tja, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, was der Sinn hinter dieser Quest ist. Okay.
Gut, okay, wir haben eine Jacke uns gestohlen. Dadurch, dass wir den Ladenbesitzer abgelenkt haben. Okay, das ist gut. Entschuldigung. Hoppala. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Geht's gut? Jetzt wäre fast nochmal gestolpert. Warte auf die Lieferjungs. Das ist nicht ganz schön Zeit. Lieferjungs. Vielleicht braucht man zu der Jacke auch einen passenden Hut. Dann sollten wir uns vielleicht mal nach Lieferjungs Ausschau halten lassen. Wie uns Ausschau halten lassen. Sollten wir Ausschau halten. Hundi. Ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen. In die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Ja, seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen. Sei also vorsichtig. 350 Jahre, ja gut. Da hast du erstmal eine Weile zu tun. Was kann ich für dich tun, Chef? Wir fragen mal nach... Ah, okay. Ich hatte gedacht, man könnte hier mal fragen, ob die wüsste, wo Clementine ist. Upsi. Entschuldigung. Okay, okay, okay. Da ist die... Ja. Das sind die Verjungs. So, der wartet auf eine Lieferung. Typisch Katze.
Na gut, ich glaube, wir machen an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Wir haben schon recht viel entdeckt hier in unserem kleinen Stadtkern. Wir haben eine Jacke gemopst. Das war ganz, ganz cool. Ich weiß allerdings noch nicht, was wir mit dieser Jacke anfangen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass dieser Hutladen noch geöffnet sein muss, damit wir auch einen passenden Hut bekommen. Und dann könnten wir vielleicht einen Verbündeten finden. Gleich diese Clementine mit dieser Jacke und dem Hut ausstatten, damit sie unentdeckt, also sozusagen getarnt, verkleidet, irgendwie irgendwo durchhuschen kann. Hm. Dieses und andere Geheimnisse werden wir in der nächsten Folge erkunden. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Ciao.